Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um das Reaktionsvideo auf die Terra-X-Produktion über Medizin im Mittelalter und Renaissance. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und was sehen meine müden Augen? Terra-X hat ein neues Video rausgebracht und zwar zum Thema Medizin. Ich fürchte, die Spielszenen werden uns alle bekannt vorkommen. Man kennt das ja, dass diese Terra-X-Beiträge auf YouTube sind zusammengeschnitten aus älteren Produktionen. Und von daher bin ich sehr, sehr sicher, dass wir die Spielszenen bereits kennen. Naja, ich habe mich gefreut. Ein neues Reaktionsvideo auf Terra-X macht uns natürlich immer besonders viel Spaß. Ich hoffe, ihr werdet euren Spaß haben. Ich weiß, ihr mögt es, mich leiden zu sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir rein. Noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr vor oder während des Videos Werbung seht, die kommt nicht von mir. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn ich diese Videos drehe, ich benutze ja fremden Content, werden die normalerweise direkt gesperrt. Ich muss Einspruch erheben, dann wird es freigegeben, dann kann ich es senden. Es gibt auch mehrere Reaktionsvideos, die nie freigegeben wurden. Also zum Beispiel eins über die Sendung mit der Maus. Sehr schade. Ist alles nicht meine Werbung. Kommt nicht mir zugute. Tut mir sehr leid. Daher bin ich besonders froh, für dieses Video einen Sponsor zu haben. Den kennt ihr bereits. Holy. Ich trinke mal einen Schluck. Kann ich jetzt gut brauchen. Und die haben einen Slogan, No Bullshit. Und der passt prima zu meinen Videos, denn auch darum geht es mir in Reaktionsvideos, kein Bullshit, beziehungsweise den Bullshit anderer zu zeigen. Passt also sehr gut. Und Holy benutzt keinen Zucker, benutzt kein Taurin, also auch da No Bullshit. Das Zeug schmeckt sogar, deswegen werbe ich dafür, würde ich sonst nicht machen. Und die haben gerade eine Herbstausgabe. Pomegranate Piranha. Durchaus lecker. Und Pomegranate Granatapfel passt schon wieder super zum Mittelalter, war ein ganz beliebtes Motiv im Spätmittelalter, also von daher, es passt einfach. Ich kann euch nur raten, probiert es mal aus, besorgt euch vielleicht so ein Probenpaket, wie ich es benutzt habe, habe ich alles ausprobiert. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link und einen Gutscheincode, also kann ich nur raten. Und damit Werbepause Ende und zurück zum Video. Das Mittelalter ist die Zeit von Burgen, Rittern und der Allmacht der christlichen Kirche. Ja klar, die Allmacht der christlichen Kirche. Es muss rein. Also die Kirche und allmächtig. Sie war mächtig, gar keine Frage. Aber die war so zerstritten untereinander. Die haben, also wir reden zum Beispiel im Spätmittelalter von dem abendländischen Schisma. Es gab Päpste gegen Päpste. Es gab verschiedene Richtungen. Also die Sache mit der Allmacht der Kirche ist so wahnsinnig beliebt heutzutage. Aber da steht nicht viel dahinter. So gar nicht. Die Städte erleben eine Blütephase. Die Bevölkerung wächst. Es geht nicht ohne. Sie können es einfach nicht ohne. Die Städte erleben eine Blütephase und dann zeigen sie uns das da. Ja, also die haben damals für dieses, das dürfte aus der Frankfurt-Dokumentation sein, die haben damals extra Schlamm hingekarrt mit dem LKW, um ihn zu haben. Also es hat Mühe gekostet, den hinzubringen, aber es geht einfach nicht ohne. Sie können nicht ohne Schlamm. Es ist aber auch eine Welt voller Gewalt, Hunger und Krankheit. Also ganz anders als bei uns heute, ja. Unsere Welt kennt quasi keine Gewalt, keinen Hunger und keine Krankheit. Da muss man das Mittelalter deutlich abgrenzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie funktioniert und was kann Medizin in einer Zeit ohne Pharmaindustrie, Krankenhäuser und dem Wissen über Krankheitserreger? Das sind die Bilder aus der Frankfurt-Dokumentation. Ich liebe besonders dieses Vergrößerungsglas in dem Ledereinschlag. Das ist so ein schönes Bild. Ich habe hier eine Glaslinse, wie kann ich die auf die Schnelle tarnen? Und ist eine Linse, die auf halbem Weg zwischen beiden zu halten, so wie das gemacht wird, ergibt eine Linse null Sinn. Es ist keine Brille, es ist aber auch keine Lupe. Was er da macht, ist einfach Quatsch. Aber hatten wir schon. Es ist nur Recycling von alten Szenen. Schlechten alten Szenen. Im frühen Mittelalter sind die vielen Klöster Europas die Hüter des medizinischen Wissens. Ja. Die Mönche und Nonnen studieren die handschriftlich überlieferten Werke von Ärzten aus der Antike und kopieren sie in ihren Schreibstuben. Damit beginnt ab etwa dem 6. Jahrhundert die Ära der Klostermedizin.
Die beiden berühmtesten Vertreter der antiken Medizin sind die griechischen Ärzte Hippokrates und Galen. Ihre Schriften und Erkenntnisse werden nicht nur zur theoretischen Grundlage der mittelalterlichen Heilkunde, sondern gelten auch noch im 17. Jahrhundert. Eine der bekanntesten Theorien vertritt die sogenannte Vier-Säfte-Lehre. Sie besagt, der Körper besteht aus schwarzer und gelber Galle, Schleim und Blut. Ihre persönliche Mischung bestimmt die körperliche Verfassung. Krankheiten werden auf ein Ungleichgewicht der Säfte zurückgeführt. Doch das stimmt selbst für die Antike nur begrenzt. Mal gucken, was jetzt für ein Widerspruch kommt. Bin ich sehr gespannt. Aber eben, wie lange war es? Eine knappe Minute und ich habe nichts zu meckern. Alles richtig. Ja, im Frühmittelalter haben wir die Klostermedizin. Ich möchte jetzt einschränken, es gibt auch eine außerklösterliche Medizin, es gibt auch eine Volksmedizin, es gab medizinisches Wissen natürlich, aber die Klostermedizin ist natürlich wichtig und die Klöster waren weit verbreitet. Sie übernehmen tatsächlich die Funktion der Krankenversorgung. Zur klösterlichen Regeln gehört auch die Versorgung von Kranken als Akt der Barmherzigkeit. Und so haben spätestens nach der benediktinischen Klosterreform Klöster üblicherweise ein Hospital. Aber auch außerhalb gibt es eben medizinisches Wissen. Und dann die Vier-Säfte-Lehre, die aus der Antike stammt, vollkommen korrekt, auch richtig dargestellt. Diese Sache mit dem Ungleichgewicht ist sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kam ein Widerspruch, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und im Mittelalter werden Krankheiten zumeist anders erklärt. Das war also zunächst ein Versuch zu verstehen den Aufbau des Menschen und zu erklären die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen. Die allermeisten Krankheiten wurden damals eben nicht auf ein Säfte-Ungleichgewicht zurückgeführt, sondern auf eine Krankheitsmaterie. Und diese Krankheitsmaterie sammelte sich im Körper an, richtete Unheil an. Und deshalb war das zentrale Prinzip der Therapie, diesen Krankheitsstoff aus dem Körper zu entleeren. Also hier wurde jetzt wieder viel geschnitten. Die Aussage von ihm ist nicht falsch. Ich habe trotzdem Widerspruch, aber es wurde wieder erschreckend viel geschnitten. Man musste einfach unterscheiden. Die Vier-Säfte-Lehre sagt natürlich, die Vier-Säfte sind für Krankheiten verantwortlich, aber nicht für alle Krankheiten. Es gibt Krankheiten, die werden auf die Vier-Säfte gezogen, vor allem chronische Krankheiten. Zu nehmen wir sowas wie Gicht als Beispiel, das ist eine Folge der Vier-Säfte, eines Ungleichgewichts der Vier-Säfte. Andere Krankheiten, solchen Epidemien, äußerliche Krankheiten, werden eben oft auf andere Stoffe zurückgeführt. Miasma ist da ein Beispiel, Gestank, die Leute hatten Angst vor Gestank, also es galt als Krankheitserreger, in dem Sinne Angst, ja. Das war ja eine äußerliche Sache. Man muss da unterscheiden zwischen Krankheiten, die der Körper quasi entwickelt, das ist vier Säfte, und andere Krankheiten, die von außen kommen, die eine andere Ursache haben. Da hat der Mann vollkommen recht. Mich hätte die gesamte Aussage interessiert, weil ich glaube, wäre da selbst noch drauf eingegangen. Aber das ist eben ein großer Unterschied. In den Klöstern setzt man nach dem Vorbild der antiken Ärzte. Das muss jetzt aus der Hildegard von Bingen Dokumentation sein, aber ihr seht kein Mittelalterfilter, ich bin völlig überrascht. Vor allem auf pflanzliche Heilmittel. Ja, auf welchen denn sonst? Also ein Großteil der Medizin war nun mal pflanzlich und das bleibt sehr, sehr lange so. Und letztlich heute, ganz viele Stoffe, die heute in der Medizin verwendet werden, sind entweder pflanzlich oder im Prinzip chemische Nachbauten von pflanzlichen Stoffen, also synthetisierte Stoffe und sowas. Da sind wir noch nicht lange von weg, dass ein ganz großer Teil der Medizin pflanzlich basiert ist. Das klingt immer so, als wäre das im Mittelalter etwas Besonderes. Ist es überhaupt nicht. Ist auf der ganzen Welt so gewesen und bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz, ganz typisch. Die eigenen Gärten liefern den Nonnen und Mönchen das dafür notwendige Material. Übrigens, tolles Bild ist da, die Nonnen selbst arbeiten. Ja, das gab es. Arbeit auch im Garten war ein Teil davon, aber diese Klöster, gerade größeren Gärten, haben eben auch Arbeiter und Bauern, die dem Kloster untertan sind. Also das ist immer so eine lustige Darstellung, aber tatsächlich ist es gibt mindere Brüder und gerade bei Nonnen, die selber Gartenarbeit machen, die selber auch Feldarbeit machen, aber man darf nicht denken, dass die Klöster sich komplett selbst versorgt haben. Da waren die entsprechenden Hörigen und die Dörfer, die dazugehörten, waren da durchaus beteiligt. Die wohl bekannteste Vertreterin der mittelalterlichen Kräuterheilkunde ist Hildegard von Bingen. In ihrer Physica schreibt sie um 1155 über die Heilkraft verschiedenster Pflanzenarten. Viele davon kennt die Naturheilkunde noch heute. Ihre Wirksamkeit ist durch die moderne Pharmaforschung belegt. Musik.
Die ätherischen Öle des Bitterfenchels zum Beispiel wirken schleimlösend und antibakteriell. Die Gerbstoffe des Gänsefingerkrauts sind krampflösend bei Menstruation und helfen bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Besonders beliebt ist Andorn, dessen Bitter- und Gerbstoffe bei Magenbeschwerden, Verstopfungen und auch bei Erkältung helfen. Und genau solche Dinge kann man eben auch in der volkstümlichen Medizin finden. Das waren Dinge, die waren bekannt, die haben sich verbreitet. Haben wir bis heute gibt es Hausmittel, das gab es damals ganz genauso. Also auch die Leistung, so etwas zusammenzutragen, die ist groß, aber es war eben Wissen, das war verbreitet und wir haben heute diese Quellen, die sind, haben überdauert. Andere Quellen haben nicht überdauert, deswegen haben wir natürlich nur ein Ausschnittsbild. Das ist auch der Punkt, warum Hildegard von Bingen so berühmt ist, weil eben ihre Schriften in größerer Zahl überdauert haben. Aber man kann davon ausgehen, dass genau dieses Wissen, das sie da zusammengetragen hat, nicht revolutionär neu war, sondern verbreitet war. Das Zusammentragen, das war etwas Interessantes. Aber generell ist das Wissen, das verbreitet war. Doch die Klöster sind nicht die einzigen Orte, an denen medizinische Erkenntnisse gewonnen und weitergegeben werden. Wahrscheinlich wird die Bedeutung der Klostermedizin für den Alltag der Menschen massiv überschätzt. Denn die meisten Menschen hatten medizinisches Wissen, die hatten Hausmittel, die kannten die Kräuter, die Heilkräuter in ihrer Gegend. Es war wohl eher umgekehrt so, dass die Klöster neben dieser Tradierung antiker medizinischer Schriften ganz einfach auch aufgenommen haben Wissen aus der Bevölkerung. Wissen um die konkrete Wirksamkeit von einzelnen Heilpflanzen. So ein kluger Mann. Ehrlich, ich hab die vorher nicht angeschaut. Ich gucke die Videos für Reaktionsvideos vorher nie an, weil ich einfach direkt darauf reagieren will. Als hätte ich es vorher abgeschaut. Nein, was er sagt, ist eben genau das. Wir müssen davon ausgehen, dass in der Bevölkerung ein großes und breites pflanzliches, medizinisches Wissen vorhanden war. Ab dem 13. Jahrhundert entstehen in Europa die ersten Universitäten. Medizin wird zum Studienfach. Auch erscheint das erste medizinische Standardwerk in lateinischer Übersetzung. Der Kanon der Medizin des arabischen Gelehrten Ibn Sina, besser bekannt als Avicenna, fasst das gesamte damals bekannte Wissen der Medizin zusammen. Was mich jetzt wundert, ist, dass wir nicht auf Salerno eingehen. In Italien, in Salerno, gab es eine ganz, ganz wichtige medizinische Schule und die hat extrem weit gestrahlt. Die war sehr, sehr wichtig. Ganz viele Ärzte der Zeit werden dort ausgebildet und die ist schon früh entstanden. Schon im 10. Jahrhundert wurde die gegründet und ab 1100 hat sie ihre große Blütephase. Da ist ganz, ganz viel zusammengetragen worden und auch chirurgisches Wissen ist dort weitergegeben worden. Die kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Die Trennung zwischen Chirurgie und Medizin war da nicht ganz so stark wie sonst. Es klingt jetzt wieder so, als wäre aus Arabien das gesamte medizinische Wissen gekommen. Da ist viel gekommen. Gar keine Frage. Die hatten einen hohen Standard für die Zeit. Und auch der Canon Medicinae war eine sehr, sehr wichtige Übersetzung. Aber es gab vorher bereits, also auch vor den Universitäten gab es bereits eine Hochschulmedizin, eben Salerno. Und das hier rauszulassen, ist halt schon wieder kritisch. Viele der damals gegründeten Universitäten gibt es noch heute. Als älteste gilt die Medizinschule von Salerno, die vermutlich schon im 9. Jahrhundert existiert hat. Okay, ich entschuldige mich, ihr nennt Salerno, aber es widerspricht der Aussage von eben schon ein bisschen, ab 1300 und ihr seid ja schon im 9. Jahrhundert, ich kenne ab 10. Jahrhundert. Danach folgen Bologna, Oxford, Montpellier und Paris. Am Ende des Mittelalters sind es etwa 80. An den Universitäten wurde die Medizin anfangs nur sehr beschränkt gelehrt. Das heißt, es gab häufig sogar nur einen Professor an einer gesamten Universität, der wirklich Medizin unterrichtet hat. Im Laufe der Zeit wurden das dann mehr. Das heißt, die Medizin, die dort gelehrt wurde, war vor allem auch eine gelehrte Medizin, eine Buchwissenschaft. Die gelehrten Ärzte waren studiert, die versandten sich als Philosophen und wollten dieses Handwerk ganz buchstäblich, auch sich die Hände schmutzig machen, blutig machen, lieber anderen überlassen. Sie fanden das unter ihrer Würde. Ja, und ganz nebenbei, man muss sehen, wofür ist eine Universität ursprünglich da. Die war zur Ausbildung vor allen Dingen von Klerikern. Das Hauptfach war kanonisches und weltliches Recht. Kleriker wurden ausgebildet, Juristen wurden ausgebildet. Das war das Ziel der Universitäten. Medizin war da im Prinzip ein Teil des Wissenskanons. Aber es war erstmal nicht das Ziel, Ärzte auszubilden. Außer zum Beispiel Salerno. Salerno war eine Medizinschule. Das ist was anderes.
Und die, die dort studiert haben, haben fast alle die niederen Wein. Also man kann eigentlich sagen, Student hat niederen Wein und damit unterliegt er auch kanonischem Recht. Und es ist nicht nur unter seiner Würde, sich die Hände blutig zu machen, er darf es eigentlich nicht. Als Kleriker soll er im Stand der Gnade bleiben und dementsprechend soll er nicht mit Blut hantieren, das ist unrein. Ja, also das ist so die Basis des Punktes, dass der Arzt im Mittelalter eigentlich mit der Chirurgie, mit dem Schneiden, mit Blut und so nichts zu tun hat. Für uns schräg, ist aber eine Trennung, die wir extrem lange haben werden. Deshalb beschränken sich die studierten Ärzte auf die innere Medizin und führen keine Operationen durch. Um eine Krankheit zu bestimmen, stützen sie sich oft auf die Harnschau. Ja, aber nicht nur. Also Harnschau war natürlich wichtig, gar keine Frage, aber es klingt ja immer so, als wäre das einzige Mittel der Ärzte gewesen, eine Harnschau zu machen. Die haben schon ihre Patienten auch untersucht, abgetastet und ähnliche Dinge. Durchaus. Welche Bedeutung das Diagnoseverfahren im Mittelalter hat, zeigt allein schon die Tatsache, dass das Harnglas die ärztliche Kunst symbolisiert. Sogenannte Harnfarbkreise liefern ausführliche Diagnoseanleitungen. Ein blasser, wässriger Harn zum Beispiel verweist auf eine schlechte Verkochung der Nahrung und damit auf die Gefahr, dass krankhafte Materie Leber und Gefäße im Körper verstopft. Ein Unterschied zwischen der frühneuzeitlichen und mittelalterlichen Harnschau einerseits und der modernen Harndiagnostik andererseits kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Der Unterschied liegt nicht nur darin, dass man heute chemische Verfahren einsetzt. Es geht vor allem darum, dass die Harnschau früher zur Diagnose so gut wie aller Krankheiten eingesetzt wurde. Es ging letztlich auch um einen praktischen Aspekt. Ich konnte anhand des Harns sehr gut die mutmaßliche Krankheitsmaterie erkennen. Also wenn da irgendwelche Teilchen im Harn schwammen, Wölkchen sich gebildet hatten, das hat man als Ausdruck dieser Krankheitsmaterie gedeutet, die der Körper auszuscheiden versucht und deren Ausscheidung dann auch der Arzt fördern muss. Therapeutischer Standard sind somit entleerende Verfahren, wie Aderlass oder das Verabreichen von Abführ- und Brechmitteln oder auch Einläufe. Sie sollen die angehäufte Krankheitsmaterie aus dem Körper herausbefördern, beziehungsweise zu einer natürlichen Entleerung führen. Sogenannte Aderlass- oder Venenmännchen zeigen, wo überall am Körper geeignete Venen zu finden sind, die man schlagen kann. Denn man macht den Aderlass möglichst nah an der Stelle, an der man Krankheitsmaterie vermutet. Rückblick. Ja, aber die Aderlass-Menschen haben noch einen weiteren Punkt. Sie zeigen auch, haben einen astrologischen Aspekt. Wann darf ich den Aderlass machen? Unter welchem Sternzeichen? Sowohl des Patienten als auch des aktuellen Tages. Das sind Dinge, die da reinkommen. Also das Ganze, Vier-Säfte-Lehre, Astrologie, ist alles ein großes Weltbild zu der Zeit, das nicht zu trennen ist. Wir haben zum Beispiel die Planetenherrscher. Die Planeten, inklusive Mond und Sonne übrigens, werden als, sind im Prinzip die antiken Götter, die da weiterwirken quasi, denen werden die Temperamente und die Säfte genauso zugeordnet. Auch die, wie gesagt, auch die Sternzeichen werden da zugeordnet. Und das muss man sich als ein großes Weltbild vorstellen. Und dementsprechend ist es nicht so, oh ja, wir machen da einfach einen Aderlass, sondern wichtig ist, wann, wo, welche Krankheit. Also das ist tatsächlich, es ist aus unserer Sicht eine Pseudowissenschaft, aber es ist ganz, ganz, ganz komplex. Es ist nirgendwo einfach. Die Vorstellung, dass mittelalterliche Medizin einfach ist, trennt euch davon. Es wird ja jetzt einfach dargestellt. Bisher übrigens gar nicht schlecht. Ich bin überrascht. Bisher, die letzten Ausführungen sind gut. Aber es ist nie simpel. Deswegen müssen wir zweifelsfrei sagen, aus heutiger Sicht waren diese Therapieverfahren in allermeisten Fällen unwirksam. Manchmal waren sie sogar schädlich, denn die Therapie war zum Teil sehr intensiv. Ein Aderlass nach dem anderen, Abführmittel, die 20, 30 Stühle in einer Nacht hervorrufen und dergleichen mehr. Möglicherweise war der sich diese Hilfe nicht leisten konnte und stattdessen nur ein paar Heilkräuter bekam, rückblickend sogar besser dran. Ja, das weiß ich jetzt wieder nicht. Also zum einen die Aderlasse, die Leute waren sich bewusst, wie gefährlich ein Aderlass ist. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte in den sieben Weisen Meistern, da wird eine Frau quasi als Strafe fünfmal zur Ader gelassen. Und es bringt sie fast um. Das steht so in der Geschichte. Also die Leute waren sich dessen bewusst.
ich kenne da nicht die Quellen für zu viele Aderlässe. Ich kenne Aderlass immer wieder, auch Schröpfen in der Sauna quasi, also im Schwitzbad, war etwas, was die Leute aus Gewohnheit gemacht haben. Das fanden sie angenehm. Gibt es heute übrigens noch in Finnland in der Sauna, in einigen Saunen kann man sich schröpfen lassen. Und da gibt es eben auch das blutige Schröpfen. Ich bin ja nicht so sicher, ob, also natürlich, er hat vollkommen recht, die Medizin im Mittelalter in vielen Punkten war sie unwirksam, weil sie einfach auf nicht auf empirischer Wissenschaft wie heute basiert hat, sondern auf Beobachtungen, auf Fehldeutungen und so weiter. Also ich bin sehr froh, dass wir heute diese Medizin nicht haben, aber einfach zu sagen, also das klingt mir wieder so, die waren völlig doof. Die müssen gewusst haben, dass zu viel Aderlass jemanden umbringt. Abführmittel und sowas, ich meine, das gibt's noch ewig lang, auch da sind wir nicht im Mittelalter. Aderlässe, Abführmittel sind wir bis weit ins 19. Jahrhundert und im alternativmedizinischen Bereich letztlich bis heute. Im Hochmittelalter wächst die Bevölkerung und mit ihr auch die Städte. Damals werden dringend mehr Ärzte benötigt, auch für die kleinen Leute. Das rückt einen anderen Heilberuf in den Vordergrund. Die Bader und Barbiere werden zu den Eckpfeilern der medizinischen Versorgung in den Städten. Sie betreiben eigene Badestuben, die man sich als eine Mischung aus Beauty-Salon und Arztpraxis vorstellen muss. Da haben wir genauso ein Schwitzbad. Das ist jetzt allerdings 16. Jahrhundert, aber ist ja im Titel des Renaissance noch drin. Und da sehen wir gerade einen Bader, wie er schröpft. Der setzt gerade Schröpfköpfe auf und das macht er nicht aus medizinischen Gründen offensichtlich, das macht er aus Wohlbefindlichkeitsgründen. Wäre es nicht meins, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die finden das gut. Aber hier haben wir jetzt eben genauso eine Schwitzbadstube. Also diese Wannenbäder, man denkt oft an Wannenbäder bei mittelalterlichen Bädern. Schwitzbäder sind viel, viel beliebter und viel, viel häufiger. Wannenbäder gehören dann oft dazu, aber das Schwitzbad ist das, worum es den Leuten in erster Linie geht. Außer Baden kann man sich dort unter anderem schröpfen lassen oder kleinere chirurgische Eingriffe vornehmen lassen. Die Barbiere machen sich mit der Zeit unabhängig von den Badestuben und gehen zu ihren Patienten nach Hause. Sie sind die Vorläufer moderner Chirurgen. Wäre mir jetzt neu, dass Barbiere zu denen nach Hause gehen. Also alle Darsteller, die ich kenne, scheinen bei denen, also in einer Art Praxis zu sein. Auch das Bild jetzt, das kenne ich. Sachen, im Hintergrund hat er seine Sachen an der Wand. Das scheint die Stube des Baders hier zu sein. Und also natürlich haben Barbiere auch Hausbesuche gemacht, aber die meisten hatten wohl eine Art Praxis. Die Barbiere waren wesentlich zahlreicher seit dem ausgehenden Mittelalter als die gelehrten Ärzte. Die gelehrten Ärzte waren im Grunde bis ins 18. Jahrhundert vielerorts in einer Minderheit. Das heißt, die Barbiere waren primär zuständig für alle Krankheiten, die sich an der Körperoberfläche geäußert haben. Für Verletzungen, Knochenbrüche, aber eben auch zum Beispiel für Geschwüre, das, was wir heute Hautkrankheiten nennen würden, das war ein Lehrberuf. Man musste eine Lehrzeit durchlaufen, eine Gesellenzeit durchlaufen. Das heißt, ein Hauptgrund für die wachsende Bedeutung der Barbiere und Bader, aber vor allem der Barbiere, war wahrscheinlich insgesamt der Aufstieg dieser Handwerkerzünfte. Das waren ja auch mächtige Einrichtungen in den Städten. Die hatten auch ziemlich viel politisches Gewicht. Was mich gerade wundert, Sie reden von Badern und Barbieren, aber nicht von Wundärzten. Warum nicht? Das ist ein Begriff, den finden wir. Und der Wundarzt hat sich davon nochmal abgegrenzt. Oft war es dieselbe Zunft, also es ist schon aus derselben Grundlage, aber wir haben Wundärzte, die ganz eigenes Wissen haben. Oft als Chirurg bezeichnet. Da kommt das Wort halt her, das ist der Chirurg. Und bis ins 19. Jahrhundert wurden Ärzte und Chirurgen nicht an derselben Universität ausgebildet. Das waren unterschiedliche Berufe. Und der letzte nicht studierte Chirurg, der letzte handwerkliche Chirurg in Deutschland, hat in den 1920er Jahren seine Arbeit beendet. Also das war, so lange gibt's das noch. Was völlig übergangen wird, es gibt in der Stadt durchaus auch eine weitere Medizin. Es gibt nämlich die innerstädtischen Klöster. In fast allen Städten haben wir Klöster und Hospitäler, die von diesen Klöstern durchgeführt werden. Selbst hier im kleinen Münzenberg hatten wir ab dem 12. Jahrhundert ein Hospital. Gerade auch die Ritterorden, Johanniter und Deutschorden hatten auch oft große Spitäler und die waren auch tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich, in unterschiedlicher Form. Und die handwerklichen Barbiere und Wundärzte mussten dort auch arbeiten. Also auch die Ärzte mussten eine Zeit lang dort arbeiten. Es gibt sogar Beispiele, dass jüdische Ärzte in diesen Hospitälern arbeiten mussten eine gewisse Zeit lang, um die städtische Grundversorgung zu gewährleisten. Also es ist überhaupt nicht falsch, was hier gesagt wurde, aber es wird ein ganz, ganz wichtiger Teil der Medizin einfach außen vor gelassen, nämlich das städtische Hospitalwesen. Und das ist durchaus
ein wichtiger Faktor in der Zeit. Einige dieser ausgebildeten Wundärzte verfeinern ihr Können beim Militär. Dort werden sie Fälscher genannt. Auf den Schlachtfeldern Europas finden sie jede Menge Gelegenheit, sich in der Behandlung von Knochenbrüchen, Hieb- und Stichverletzungen zu üben. Ich sag jetzt nichts über die Spielszenen. Ja, ihr wisst, was ich denke. Ihr wisst genau, was ich denke. Oh. Und ja, auf den Schlachtfeldern Europas, schaut euch mal an, wie groß die Pausen zwischen diesen Schlachten sind. Also ja, der 100-jährige Krieg ist ein langer zusammenhängender Krieg, aber auch der geht in Phasen. Und dazwischen gibt es Jahre, teilweise Jahrzehnte des Friedens. Wahrscheinlich werden sie gleich Hans von Gersdorf nennen. Zudem habe ich ein Video gemacht, werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich mich mit Fabian Kriesler, einem Arzt, darüber unterhalten. Und der zum Beispiel sagt selbst, er hat in den Burgunderkriegen sein Handwerk gelernt oder verfeinert. Das aber kann man nicht als gegeben aussehen. Also diese Idee, die Wundärzte haben im Feld ihr Handwerk gelernt, dafür gibt es tatsächlich zu wenig Krieg letztlich. Ja, es gibt natürlich Phasen, da gibt es mehr Wundärzte, die sagen, ja, ich habe einen Krieg gelernt, und dann gibt es Phasen, ja, wo soll der das gelernt haben? Hier unser Beispiel Frankfurt am Main 1450. In welchem Krieg soll der sein Handwerk gelernt haben? Vielleicht vor 30 Jahren bei den Hussiten, aber danach war nicht mehr viel. Einige verfassen Bücher über ihre Erfahrungen und Behandlungsmethoden. Wie etwa der deutsche Wundarzt Hans von Gersdorf. Gerade habe ich ihn noch genannt. Also zum Hans von Gersdorf und seinem Buch, dem Feldbuch der Wundarznei, habe ich ein Video gemacht. Steht in der Videobeschreibung. Seine Abhandlung findet große Beachtung. Besonders wegen der genauen Ausführungen über die Amputation von Extremitäten. Es gibt häufig die Vorstellung, dass früher die armen Leute sich den gelehrten Arzt nicht leisten konnten und zum Chirurgen oder zu einem volkstümlichen Heiler gehen mussten. Wir wissen mittlerweile, das stimmt nicht. Zumindest gilt es seit dem ausgehenden Mittelalter nicht mehr. Es ist zum Teil sogar so, dass manche gerade der sogenannten Stadtärzte, die also von der Stadt angestellt wurden, nur 2-3 Groschen für eine Behandlung verlangt haben, während ein Chirurg, der dann möglicherweise 2-3 Wochen jeden Tag zu einem Patienten gehen musste, um den neu zu verbinden, deutlich höhere Honorare bekam. Diese niedrigen Honorare liegen auch daran, dass sie ihnen vorgeschrieben wurden. Also ein Stadtarzt war von der Stadt angestellt, der bekam ein Salär von der Stadt, oft auch ein Stadthaus, und zwar kein schlechtes, ist also schon Oberschicht, so ein Stadtarzt ist Oberschicht, aber das Salär, das er zusätzlich zu seinem Gehalt durch die Stadt nehmen durfte, das war festgelegt. Haben wir ganz, ganz häufig, dass dann gesagt wurde, was er nehmen durfte. Und auch die Einnahmen der Wundärzte wurden reguliert. Der Stadt war daran gelegen, dass die medizinische Versorgung erschwinglich war. Insgesamt 2-3 Groschen, das sind, was weiß ich, 2-3 Dutzend Eier, vielleicht ein Huhn. Wer sich das leisten wollte, konnte sich das in der Regel leisten. Einige Wundärzte wagen sich auch an kompliziertere Eingriffe. Etwa bei schweren Kopfverletzungen. Jetzt kommt die Trepanation. Natürlich kommt die Trepanation. Wenn nötig, führen sie eine sogenannte Trepanation durch. Dafür bohren sie mit einem speziellen Instrument ein Loch in den Schädel des Patienten, um den Druck auf das Gehirn zu senken. Ein hochriskantes Unterfangen. Auch die Betäubung bei Operationen ist schwierig. Um die Patienten in eine Vollnarkose zu versetzen, verabreichen manche Wundärzte eine Tinktur aus Bilsenkraut, Alraune und Opium, die auf einen Schwamm geträufelt wird. Mittels des sogenannten Schlafschwamms nimmt der Patient das einschläfernde Gemisch über die Schleimhäute auf. Ja, Schlafschwämme waren tatsächlich bekannt. Aber sie galten als gefährlich. Man hat vermieden, sie zu verwenden. Es gibt sogar die Aussagen bei der Amputation zum Beispiel, dass man den Patienten ansprechbar lassen will. War einfach tatsächlich gefährlich, den Menschen mit diesem Schlafschwamm einfach umzubringen. Deswegen wurde davor gewarnt. Es gab sie, die Kenntnis war da. Opium wusste ich jetzt nicht, andere Bestandteile kannte ich. Ja. Es begnügen sich die Operateure aber mit der Verabreichung von Opium oder Alkohol. Wo haben die das Opium denn her? Mir war bisher nicht bewusst, dass Opium im Mittelalter so eine weit verbreitete Angelegenheit war. Und bemühen sich, möglichst schnell zu arbeiten.
Ich sag auch wieder nichts zu diesen Spielszenen hier, das Schusterkugeln, die sie hinhalten und so. Ah, ganz, ganz schrecklich. Ihr kennt den Film über Tag im Mittelalter von Terra X. Schaut ihn euch noch mal an, wenn ihr wollt, aber ich lasse jetzt die Spielszenen einfach unkommentiert. Einige Wundärzte spezialisieren sich auf die wenigen damals möglichen Operationen, wie die Steinschneider, die über einen Dammschnitt Blasensteine entfernen können. Oder die Bruchschneider. Ja, aber die Steinschneider können noch eine ganze Menge mehr entfernen. Die können auch Gallensteine entfernen und ähnliches. Also da sind sie jetzt wieder beim Blasenstein alleine sehr, sehr viel mehr. Die Leistenbrüche und andere Eingeweidebrüche operieren. Besonders anspruchsvoll ist die Kunst des Starrstechers, der mit einer Nadel ins Auge sticht, um die vom grauen Star getrübte Linse an den Boden des Augapfels zu drücken, sodass wieder Licht zur Netzhaut gelangen kann. Wir haben es. Eben erzählt er was von wenig Operationen, jetzt zeigt er eine ganze Bandbreite. Ne? Tatsächlich gibt es einen Haufen Operationen. Was halt ein Problem für die Operateure war, sie können nicht im Bereich des Brustkorbs wirklich arbeiten. Denn da habe ich auch mit Fabian damals länger drüber gesprochen, wenn der Brustkorb verletzt wird und die Lunge kollabiert, dann ist alles vorbei. Sie mussten sich auf gewisse Teile beschränken, aber da können sie eine ganze Menge tatsächlich. Also wir haben hier gerade Trepanation, Starrstich, Leistenschnitt. Wir haben eine ganze Menge gesehen und das waren alles handwerklich ausgebildete Chirurgen. Einige dieser Chirurgen sind quasi wie Ärzte irgendwann aufgestiegen. Man konnte als Wundarzt sehr, sehr wohlhabend werden. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel sowas gemacht hat, wie Kaiser Friedrich III. Bei der Amputation seines Beines dabei zu sein. Da waren quasi die berühmtesten Wundärzte ihrer Zeit, wurden zusammengerufen. Dann hat man es geschafft. Also Wundärzte konnten sehr weit aufsteigen, wenn sie gut waren. Aus der damaligen Zeit natürlich keine Erfolgsstatistiken. Aber wir wissen insbesondere für die Blasensteinoperation, dass viele Patienten diese Operation überlebt haben und danach wieder ein normales Leben führen konnten. Bei der Operation von Eingeweiden schaut es deutlich schlechter aus, soweit wir es das einschätzen können. Die wurde häufig zu spät gemacht, war sehr gefährlich und die Patienten starben wohl häufig. Das ist jetzt die Frage häufig. Wenn es so gefährlich ist, dann macht es kein Mensch. Also es wundert mich nicht, dass bei Blasensteinschnitten und sowas eine hohe Erfolgsbilanz ist, weil sonst gehe ich da nicht hin, sonst mache ich das nicht, wenn ich weiß, ich sterbe davon. Bei den eingeweihten Operationen ist natürlich wirklich der Punkt, die Alternative ist da zu sterben. Dementsprechend natürlich sind die gefährlich, weil man geht da direkt in die Eingeweide und die Infektionsgefahr ist durchaus hoch. Ich glaube, dass die Leute eher Probleme mit den Nachfolgen der Operation als mit der Operation selbst hatten. Aber die Vorstellung hat man eben oft, dass diese Chirurgen allesamt Scharlatane sind. Wird hier nicht so gesagt, klar. Aber natürlich muss da eine brauchbare Erfolgswahrscheinlichkeit gewesen sein, sonst hätte man es einfach gar nicht gemacht. Neben den Ärzten, Badern und Barbieren gibt es in Stadt und Land auch zahlreiche weibliche Heilkundige. Offiziell anerkannt ist jedoch nur der Beruf der Hebamme. Was heißt jetzt weibliche Heilkundige? Die lassen sich so schwierig nachweisen. Ist so diese Idee der weisen Frauen, die kräuterkundigen Frauen oft am Rand der Gesellschaft, findet sich nicht. Was ich eben finde, das hatten wir vorhin schon, ein breites medizinisches Wissen der Bevölkerung. Und natürlich gibt es dann Leute, die das haben. Und es gibt auch männliche Beispiele, zum Beispiel wird Müllern oder teilweise auch Schmieden ein großes Heilwissen nachgesagt. Henkern ebenso, aufgrund von anatomischen Kenntnissen wird da gesagt. Die gibt es auch, aber garantiert gibt es eben auch Frauen, die heilkundliches Wissen haben. Und die ist da nicht von Beruf Heilkundlerin, sondern sie macht das zusätzlich. Das ist ihr zusätzliches Wissen. Aber man weiß, an wen man sich wendet. Man weiß, aha, die hat Ahnung, zu der gehe ich jetzt und frage sie, was meint die dazu, kann die mir helfen? Das ist so eher die Grundlage des Ganzen. Er erfordert eine mehrjährige Ausbildung und gehört zu den ältesten Frauenberufen der Geschichte. Manche Hebammen genießen großes Ansehen, sind berühmt für ihre Fähigkeit, auch schwierigen Geburten eine glückliche Wendung zu geben. Übrigens, in Salerno, in der Schule von Salerno, wurde auch Frauenheilkunde gelehrt. Da gibt es auch Beispiele. Ist die Frage, gab es sie wirklich? Aber es gibt dort eine Professorin, die ist die Frage, ist es eine Kombination aus mehreren Figuren? Ist es ein Pseudonym? Das ist nicht ganz klar. Aber da gibt es ganz, ganz wichtige Fortschritte in der Frauenheilkunde. Auch niedergeschriebene Frauenheilkunde. Das ist neu. Frauenheilkunde gibt es seit den Urmenschen quasi. Aber
sie aufzuschreiben, sie zu einer Wissenschaft zu machen, das ist ein wichtiger Ansatz. Und der kriegt gerade in Salerno ganz wichtige Impulse. Mit ihren Händen und vor allem mit viel Erfahrung können sie eine Fehllage des Kindes im Mutterleib ertasten und gegebenenfalls ändern. Dazu kommt eine Technik zum Einsatz, die zunächst nur Hebammen beherrschen. Grundlage ist das sogenannte Wendestäbchen. Ein Stab, an dem eine Stoffschlaufe befestigt ist. Das Stäbchen wird vorsichtig in den Mutterleib eingeführt. Dann legt die Hebamme die Schlaufe um den Arm oder das Bein des Kindes und versucht, das Ungeborene so zu drehen, dass sie es aus dem Geburtskanal ziehen kann. Die Geburtshilfe im Mittelalter. Eine absolute Frauendomäne. Etwa ab dem 15. Jahrhundert aber wächst das Interesse an der menschlichen Anatomie. Auch an der weiblichen. Die Epoche der Renaissance beginnt. Sie führt auch Wissenschaft und Medizin auf neue Wege. Ja, in der Renaissance wird alles besser. Dass wir auch schon frauenheilkundliche anatomische Zeichen aus dem Mittelalter haben, ist egal. Es muss hier Leonardo da Vinci sein. Der hatte Vorgänger. Einige. Es gibt auch, wie gesagt, auch aus dem Mittelalter frauenheilkundliche Bücher. Ist nichts, was da plötzlich entdeckt wurde. Natürlich ist die Qualität eine andere. Wenn ein Leonardo da Vinci eine Gebärmutter malt, ist das was anderes als diese flaschenförmigen Gebärmütter drüber. Aber es ist wieder so, die Renaissance fängt an, alles wird besser. Mal gucken. Wege. Impulsgeber sind griechische Gelehrte, die nach der Eroberung von Konstantinopel 1453 nach Westeuropa flüchten. Was sie mitbringen, sind die Ideen und Schriften ihrer Vorfahren, die für eine Wiederbelebung des antiken Wissens sorgen. Ein neues Menschenbild entsteht. Und die Mediziner hinterfragen die mittelalterlichen Vorstellungen über den menschlichen Körper. Ich bin jetzt verwundert. Also die Renaissance so als Epoche ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Renaissance und Mittelalter sind keine zwei aufeinander folgenden Epochen. Die Renaissance ist eine Kunstepoche und keine historische Epoche. Das, was nach dem Mittelalter kommt, ist die frühe Neuzeit. Und die Renaissance erstreckt sich über beides. Die fängt im Mittelalter an, geht in die frühe Neuzeit. Die Kunstepoche, die wir in Nordeuropa haben, ist eher die Spätgotik und beides ist letztlich ein Ausdruck des Humanismus. Der Humanismus ist eigentlich das, worauf es hier angeht und der fängt nicht an mit vertriebenen griechischen Gelehrten aus Konstantinopel. Natürlich haben die Impulse mitgebracht, aber das Ganze fängt früher an. Da fangen wir im 14. Jahrhundert schon an und auch das Interesse an Naturbeobachtung, also Naturbeobachtung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Humanismus. Und wenn wir uns die Kunst anschauen, wenn wir uns anschauen, was Jan van Eyck 30 Jahre vor dem Fall von Konstantinopel erschafft, Leute, das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Gar nicht. Vor allem, weil, schaut euch die Kunst in Byzanz an. Vollkommen anders. Ikonische Darstellungen, also so Ikonen im Wortsinn. Die Kunst. Da ist tatsächlich die Naturbeobachtung in Westeuropa erheblich weiter. Aber wie gesagt, es gab natürlich Impulse und natürlich gab auch griechisches Wissen. Ganz wichtig ist, Griechisch wird wieder zu einer gelehrten Sprache. Lange Zeit war rein Latein die gelehrte Sprache. Griechisch, das haben die Orthodoxen gemacht, da drüben wurde auf Griechisch studiert. Es wird wieder eine wichtige Sprache. Genau wie zum Beispiel Hebräisch wieder eine Gelehrtensprache wird, weil man an die ursprünglichen Texte heran möchte. Man geht wieder an die ursprünglichen Quellen und nicht an die Abschriften, das ist durchaus der Fall. Aber diese Beobachtung des menschlichen Körpers, die fängt eben schon früher an. Also was ihr hier so als kausalen Zusammenhang strickt, das funktioniert nicht. Das trägt dazu bei, dass man zunehmend auf die Erfahrung setzt, als neue zentrale Quelle des Wissens. Übrigens hier mal sehr schön, er fängt an mit, das trägt dazu bei. Wir wissen nicht, was dazu beiträgt. Es ist jetzt natürlich so geschnitten, dass es sich auf den Punkt, der eben genannt wurde, mit den griechischen Gelehrten bezieht. Wir wissen es aber gar nicht. Das ist oft das Problem an diesen Interviews, wie die zusammengeschnitten sind. Ich möchte jetzt gar nichts unterstellen, aber achtet mal drauf, welche Aussagen da von den Leuten selbst kommen und welche der Erzähler vorher dazu gebracht hat. Das ist ganz wichtig. Gab es früher natürlich auch schon. Aber nun wird dezidiert gesagt, wir müssen die Erfahrung mit einsetzen, um Wissen zu generieren. Das ging sogar so weit im 16. Jahrhundert, dass man unter anderem übrigens mit Unterstützung des Papstes
Giftversuche durchgeführt hat an Menschen, die zum Tode verurteilt worden waren. Das heißt, diese Menschen bekamen ein Gift und danach ein Gegenmittel. Im günstigen Fall hat der Betreffende überlebt und wurde dann womöglich sogar begnadigt. Im 16. Jahrhundert wird die Anatomie zur neuen Leitwissenschaft. Überall in Europa finden an den Universitäten Sektionen statt. Ja, aber nicht erst im 16. Jahrhundert. Leute, das haben wir schon viel, viel früher. Sektionen an Universitäten haben wir überall. Und es ist auch nicht so, dass die Kirche da dagegen war. Das ist Unsinn. Da sind wir bei der Sache mit dem Blut. Der Arzt darf sie nicht durchführen. Der Professor darf dastehen mit dem Zeigestab, er darf aber nicht selber die Sektion durchführen. Das muss ein Wundarzt machen. Aber das haben wir schon ganz früh. Das ist nichts Neues. Manchmal auf großen Bühnen vor der städtischen Öffentlichkeit. Muskelapparate, Sehnen und Nervenbahnen werden bis in die kleinsten Verästelungen freigelegt. Und das ist leider bei einem sehr, sehr späten Bild. Aber ja, es ist so. Wir haben es bei Da Vinci, bei Dürer, wir haben Beispiele, wie der menschliche Körper sehr, sehr genau erforscht wird. Und gerade so Muskelgruppen angesehen wird. Teilweise auch gar nicht aus medizinischen Gründen, teilweise aus künstlerischen Gründen, weil man besser zeichnen und malen wollte, aber es wurde gemacht. Und später dann detailliert in Büchern dargestellt. Der Fortschritt im anatomischen Wissen, den wir in der Renaissance und dann in den folgenden Jahrhunderten erleben, hat tatsächlich für die medizinische Praxis nur eine sehr begrenzte Bedeutung. Es ist tatsächlich mehr das Wissen darum, wie genau der Körper aufgebaut ist. Ein Stück weit auch fast eine religiöse Verehrung für diesen so kompliziert gebauten menschlichen Körper aus der Anatomie. Eine Ehrfurcht vor der Schöpfung. Entscheidend für eine erfolgreiche ärztliche Praxis war nicht etwa präzises anatomisches Wissen, sondern der richtige Umgang mit den Patienten. Persönliche Aufzeichnungen von Ärzten, wie die von Georg Hansch aus dem 16. Jahrhundert, liefern ein lebendiges Bild vom ärztlichen Alltag damals. Wir wissen aus zeitgenössischen, leider sehr seltenen Ärztejournalen, was viele Ärzte offenbar an einem Tag nur 2-3 Patienten sahen. Was wir aus diesen Aufzeichnungen vor allem aber auch gut lernen können, ist, mit welcher Intensität und mit welcher Sorgfalt sich die Ärzte bemüht haben, wirklich zu erklären, warum sie genau diese Therapie für angemessen halten. Etwas, was wir uns heute ja manchmal in der modernen Arztpraxis durchaus wünschen würden. Neben der medizinischen Therapie spielen im Mittelalter und weit darüber hinaus auch magische Heilpraktiken eine wichtige Rolle. Ein bekanntes Beispiel ist das Zauberwort Abracadabra. 11-mal untereinander soll das Wort aufgeschrieben werden, mit je einem Buchstaben weniger pro Zeile, sodass zum Schluss nur noch ein A übrig bleibt. Mit jedem fehlenden Buchstaben, so die Annahme, würde ein Teil der Krankheit aus dem Körper verschwinden. Magie und Medizin schlossen sich damals in keiner Weise aus. Zum einen, weil es die sogenannte Magia Naturalis gab. Das heißt, war Teil der Medizin und der damaligen Naturwissenschaft, der Naturphilosophie, zu versuchen, die geheimen Kräfte in der Natur zu erforschen und zu nutzen. Das war Magie. Das heißt, der Schritt dann zu der Hoffnung, dass bestimmte Rituale Krankheiten heilen können, war nicht zu groß und die Grenze war in der Tat fließend. Und diese magischen Verfahren haben sich unterschiedlicher Methoden bedient. Manchmal ging es einfach darum, Krankheiten beispielsweise auf ein Tier zu übertragen, etwa ein Ei dann in den eigenen Urin zu tauchen, dieses Ei dann in einen Ameisenhaufen zu legen und wenn das Ei dann verzehrt war von den Ameisen, war die Krankheit beseitigt. Viel verbreitet aber allerdings der Einsatz von mehr oder weniger frommen Heilsprüchen, von Heilsiegen. Ist vollkommen richtig wieder, was er sagt. Magie ist ein Teil des Weltbildes. Ich meine, wir haben ein Weltbild, das ans Übernatürliche glaubt. An Gott, an göttliches Eingreifen, an böse Zauber. Es gehört dazu. Es ist ein Teil dieses Weltbildes. Natürlich flüchtet man sich darauf. Aber ganz wichtig, das ist ja heute nicht viel anders. Wenn die Menschen nicht mehr weiter wissen, greifen sie genau dazu wieder zurück. Dann haben wir unnötige oder unsinnige Verfahren, ja, dann haben wir Diäten, die Krebs heilen sollen und ähnlichen Kram. Also wir leben mitten in einer Zeit voller Alternativmedizin, voller schlechter Medizin, voller absurder medizinischer Vorstellungen. Also ich gehe da jetzt gar nicht hart ins Gericht mit dem, was man in der Apotheke findet, aber abseits davon haben wir wirklich übles Zeug. Die Leute
nehmen Chlorbleiche, weil sie meinen, dass das irgendwelche Dinge in ihrem Darm abtötet. Also wir sind da heute nicht von weg. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und von daher, das ist so, das ist mal so, ja, die damals, die waren so ein bisschen doof. Nee, nee, das ist so in der Natur des Menschen. Und wir wissen heute auch, dass Verfahren, die nicht weit zurückliegen, relativ unsinnig gewesen sind. Wir haben auch heute, und schaut euch an, wir leben in der Zeit von Corona. In den ersten Monaten war die Medizin quasi hilflos. Wo die Medizin sich eben bewiesen hat, sie hat sehr, sehr schnell die Forschung betreiben können. Sie war sehr schnell in einer Gegenreaktion. Aber ganz am Anfang stand sie im Prinzip da und hat gesagt, oh, upsa. Und es wird immer wieder so sein. Bei jedem neuen medizinischen Problem wird erstmal ein Punkt da sein, wo man sagt, ja, wir haben ein Problem. Und das war im Mittelalter eben überhaupt nicht anders. Und dann wird eben notfalls auch eine Ausflucht genommen. Also gerade bei Krankheiten, mit denen man nichts tun konnte. Wir haben jetzt eine Menge gelernt über Krankheiten, die man behandeln kann. Es gab Krankheiten, die waren einfach nicht behandelbar. Ja, also eine einfache Blinddarmentzündung war so gut wie nicht behandelbar. Natürlich greift man dann zu anderen Mitteln. Also das sollte einen nicht verwundern. Aber ja, es ist durchaus richtig, Magie war ein wichtiger Bestandteil dieses Denkens. Und das wird in der Renaissance nicht weniger. Sollte man überhaupt nicht denken. Ich meine, in der Renaissance, da reden wir von Hexenwahn und ähnlichen Dingen. Die Renaissance hat ein viel, viel magischeres Weltbild und auch ein viel, viel, ein Weltbild, das viel mehr mit bösartiger Magie erfüllt war als das Mittelalter. Ähnlich funktionieren auch die sogenannten Schluckbildchen mit Bildern von Heiligen oder frommen Sprüchen. Weit verbreitet der Mönch Salvator von Horta, der Schutzpatron der Fieberkranken. Das Schlucken des Bildchens soll das Fieber bekämpfen und die Genesung beschleunigen. Da habt ihr wieder ein sehr, sehr spätes Bild genommen. Nicht zeitgenössisch. Viele Menschen greifen auch zu Amuletten, die übernatürliche Heilkräfte besitzen sollen. Dazu gehört der rote Korallenast. Er sorgt für einen geraden Wuchs bei Kindern. Habe ich auch in meinen Schmuckkästen, habe ich auch ein Korallenstück, ist einfach sehr, sehr weit verbreitet. Gerade als Kinderamulett, wie gesagt, ist tatsächlich so, war sehr beliebt. Aber auch da, auch heute Amulett, ich meine, es gibt Autofahrer, die kleben sich einen Christophorus ins Auto. Wo ist letztlich der Unterschied? Die Krallen des blinden Maulwurfs bewahren vor dem bösen Blick, im Volksglaube oft ursächlich für Krankheiten. Marder gelten als besonders potent. Ihr Penisknochen soll beim Mann für die gleiche Wirkung sorgen. Die Mittel gelten als empirisch erprobt. Bei solchen Sachen schaut euch mal traditionelle chinesische Medizin an. Also nicht das TCM heute, das ist ja ein Konstrukt, aber tatsächlich so alte chinesische Sachen, Nashornpulver für Potenz und solche Dinge, das ist nichts anderes. Das ist überhaupt nichts anderes als das, was wir da im Mittelalter haben. Was wir aber auch im Kopf behalten müssen, ist, dass die allermeisten Menschen wieder gesund wurden unter der medizinischen Behandlung. Wir würden das heute dem natürlichen Verlauf zuschreiben. Die allermeisten Krankheiten, vor allem akute Krankheiten, Fieberkrankheiten, wie sie damals sehr verbreitet waren, heilen von selbst wieder aus. Chronische Krankheiten haben zumindest häufig so einen wellenförmigen Verlauf. Das heißt, es wird vorübergehend wieder besser. Und rückblickend würden wir zudem manche Heilerfolge wahrscheinlich auch noch gewissen Placebo-Wirkungen zuschreiben, weil die Patienten ja ein großes Vertrauen in diese Medizin hatten. Ja, aber wir haben eben auch wirksame Mittel. Also gerade bei der Pflanzenmedizin haben wir einfach wirksame Mittel, die funktionieren und wir haben die Beobachtung. Und es gibt da ganz viele Werke dazu. Übrigens, diese ganzen Kräuter waren auch in die Vier-Säfte-Lehre eingebaut. Es gibt Kräuterbücher aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Da steht bei jedem Kraut, bei jedem pflanzlichen Mittel, ob es warm oder kalt ist, trocken oder nass. Das sind diese Zuordnung zu den Vier-Säften. Also das war ein wichtiger Teil davon. Und die haben Wirkung. Das habt ihr vorhin selbst gesagt und dementsprechend wundert es mich nicht, dass bei vielen Krankheiten Medizin funktioniert hat. Was so ein bisschen das Problem ist, bei ganz vielen solchen Formaten, was wir im Prinzip mitbekommen, sind die Verletzungen und die schlimmen Krankheiten. Aber so die Alltagswehwehchen, die Alltagskrankheiten, wie gesagt, sowas wie Rheuma, Gicht oder sowas, was viele Leute kriegen, das ist natürlich auch ein Feld der Medizin und da muss es auch Linderung geben und das kann pflanzliche Medizin leisten, gar keine Frage. Also mich wundert es nicht, dass es wirksam ist. Wo die Medizin gerne mal versagt, sind dann eben die krassen Fälle, über die gerne berichtet wird. Da ist so eine Trepanation, ist ja der extreme Ausnahmefall. Oh Gott, da sind Blasensteine viel, viel, viel häufiger und eben auch der Alltag eines damaligen Chirurgen. Und wem vertraut ihr? Setzt ihr lieber auf Wunderheiler, auf Naturheilkunde oder doch lieber auf die Errungenschaften der modernen Medizin? Ja, was soll ich sagen?
Es geht doch. Liebe Terra X-Leute, das war gut. Also, abgesehen von den Spielszenen. Die Spielszenen. Lass es einfach sein. Macht neue, macht schöne. Aber recycle nicht immer denselben alten Kram. Vor allem nicht aus diesen furchtbaren Dokumentationen. Also hier, ein Tag im Mittelalter in Frankfurt ist einfach von vorne bis hinten schlecht. Verwerft das ganze Ding und nutzt es nie wieder. Sucht euch Leute, die es besser können. Und es gibt Leute, die es besser können. Die haben die Ausrüstung. Ihr könnt gute Spielszenen drehen. Ist überhaupt kein Problem. Wurde schon gemacht. Kann man machen. Der ganze Rest, ich meine, ihr habt es mitbekommen. Ich habe hier und da gesagt, aber ihr kennt mich, ich bin der Nitpicker. Ich muss an allem rummeckeln. Unterm Strich war es gut. Unterm Strich war es echt nicht schlecht. Es gibt Dinge, die ausbaufähig sind. Zum Beispiel diese 4-Säfte-Lehre, da den Gesamtkontext, die wurde so angerissen und wurde sie mehr oder weniger fallen gelassen. Macht ihr gerne mal so Dinge so stückweise und es müsste mehr rumkommen, dass es tatsächlich ein Gesamtbild war. Dass es nicht nur so ein bisschen Stückwerk war, sondern ein Gesamtbild, das über 1000 Jahre und noch länger üblich war. Und vor allen Dingen ist es wieder so, das Mittelalter wird abgegrenzt, die Renaissance wird abgegrenzt. Das war aber üblich. Das, was ihr gezeigt habt, war auf der ganzen Welt üblich und auch durch ganz viele Zeiten. Das ist in der Antike nicht anders, das ist im Mittelalter nicht anders, das ist in der frühen Neuzeit nicht anders. Erst im 19. und 20. Jahrhundert ändert sich das maßgeblich und es kommen vollkommen neue Methoden. Ganz, ganz, ganz spät. Bis dahin, also im 18. Jahrhundert war die Medizin nicht groß anders. Keine großen Unterschiede. Ja, ich meine, überhaupt erstmal so eine Idee von Erregern, von Bakterien muss ja aufkommen. Bis das nicht der Fall ist, ändert sich da halt nichts. Also von daher, selbe Gedankenbild, selbe medizinische Versorgung, sollte einen nicht wundern. Aber sonst, wie gesagt, ein Lob. Es war eine gute Folge. Es war ein guter Bericht über Medizin im Mittelalter. Den kann man zeigen. Den kann man auch Leuten zeigen und sagen, da, guck mal rein, das ist interessantes Zeug drin. Den Historiker, den ihr geholt habt, wirklich gut. Hat mir gefallen. Die Stimme, tolle Stimme, hätte ich gern. Aber seine Aussagen, gut. Was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich bin überrascht. Ihr könnt's doch. Macht weiter so. So möchte ich das sehen. Allerdings mit neuen Spielszenen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie immer. Ich freue mich sehr auf die nächste Reaktion mit euch zusammen und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.